Hey Leute und willkommen zurück zum 20. Türchen hier zum Adventskalender 2014. Kein Kommentar dazu, dass ich alleine bin, nein. Wenn ihr nicht wisst, warum, guckt euch die letzten Folgen an. Also die letzten Folgen, wo ich allein war. Ich gab ja ab und zu immer Folgen, da war ich mit Normie zusammen. Ist aber selten. Ja, es geht so langsam wirklich auf den Endspurt zu. Nur noch 4 Tage, dann ist Heiligabend. Und ich bin schon wieder zu hoch. Hier muss ich hin. Und heute haben wir ein Noteblock. Use your mind and create a song. Try your best. What could go wrong? Na, das ist die Frage. Create a Christmas song. Ich leg hier ein bisschen was rein. Oh Mann, jetzt hätte ich Norm dabei haben müssen. Redstone ist, naja. Wo ist denn jetzt der Button da? Oh Gott. Ich glaube, ich mach Jingle Bells. Das ist, glaube ich, am einfachsten, oder? Einfach, ich hab jetzt einfach gesagt, ich glaube, das wird mir noch irgendwie zum Verhängnis. Und wir machen das im Haus, würde ich sagen. So als Art Klingel. Oder hinterm Haus. So. Dann laufen wir ein bisschen schneller jetzt. Wir wollen ja heute noch fertig werden. Und dieser Schornstein sieht übrigens sehr, sehr falsch aus, wenn man ein bisschen anders denkt. Wie war denn das nochmal? Dü. Ist immer dreimal der gleiche Ton, ne? Wieso haben wir eigentlich 64 Knöpfe? Dafür brauchen wir doch niemals, da brauchen wir einen. Hier geht's nicht weiter, oder wie? Achso, es ist zu schnell. Okay. Dann muss hier ein höher Speakerbox. Aber so immer ist genau das gleiche. Sieht auf jeden Fall nicht nach Jingle Bells an. Wir machen es anders. Wir machen jetzt den Refrain von Jingle Bells, nicht den ganzen Song da irgendwie. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das. 1, 2, 3, 4, 5.
Das hört sich voll geil an, aber nicht wie Jingle Bells. Ich bin irgendwie so Happy Birthday to you oder sowas. Dann ist hier eine längere Verzögerung. Das ist zu lang. Und das kann nicht funktionieren. Ja, ist gut jetzt. Hier fehlt nämlich Redstone. Kommst du überhaupt raus da hinten? Warte mal. Ja, kommt raus, okay. Das muss reichen dann. Dieses kurze Teil, denn ich will auch nicht übertreiben. Sonst werdet ihr alle so weggeflasht sein davon und das kann ich ja nicht verantworten. Ach du Scheiße, ey. Ich versauge, glaube ich, gerade total die Weihnachtsstimmung, ey. Nee, hier muss noch. So. Der ist zu kurz, oder? Ne, der slackt einfach nur. Okay. Alter, ich komme mir so blöd vor gerade, ne? Das dürfte dann schon mal so ein bisschen... Muss hier eine Verzögerung, eine längere Verzögerung rein, machen wir den wieder hinten. So. Ne, wir hatten hier eins. So. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier muss ein höherer jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wieder ein tieferer. Oder? Du. Hier beim Fünfer hin, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5. Dünn. Wieder ein höherer, aber hier wieder ein Siebener hin. Dann gehen wir wieder um die Kurve. Und zwar so. Dünn, 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 dünn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Das ist doch geil. Was ist denn das überhaupt? Holz, ne? Ah, Archiv mit Gerd. Auch nicht schlecht. 5, 6, 7. Geben wir einen 6er hin.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ui, das hört sich aber richtig scheiße an. Und hier, der hört sich auch extrem scheiße an, finde ich. Oh, verstimmt ist der. Dünn, dünn, dünn. Dünn. Und hier wieder ein 7er. Mal. Du musst ja eigentlich hinkommen. Der muss sogar schon weg. Nein. Dün, 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 dün. Hier mal einen tieferen, ne? 1, 2, 3, 4. Das wird noch tiefer, das wird ein Vierer. 1, 2, 3, 4. Das ist irgendwie total gruselig an. Kommt ein Bass neben. Etwas Bass dazu, ja. Dann ist gut. Ja, das passt sogar. Ist voll schön. Hört es überhaupt. Zumindest ein bisschen an wie Jingle Bells, aber nicht so wirklich. Aber ich hab halt leider kein absolutes Gehör. Okay, jetzt hört man auch ohne absolutes Gehör, dass es einfach nur Scheiße anhört, aber das ist eine Sache, die würde ich gerne mal mit Norm machen. Dass ich Norm hier mal ransetze und ich einfach mal frage: Hey, welches Lied soll denn das sein? Wenn er mir Jingle Bells sagt, dann bin ich froh. Wenn nicht, dann bin ich traurig. Obwohl, dann bin ich nicht trauriger als sonst. Weil es ist mir klar, dass man das nicht wirklich sofort erkennt, wenn man das nicht kennt. Aber man kann es ja mal versuchen. Und aus diesem Grund würde ich sagen, esse ich nochmal darauf einen Apfel. Und ich höre dich wieder. Hina. Und sage euch noch einen schönen Samstagabend. Wieder etwas spät, aber ich hoffe mal, dass es noch relativ pünktlich kommt und nicht gerade ganz kurz vorm 21. Also, macht's gut. Genießt noch den 20. Dezember. Noch 4 Tage bis Heiligabend. Haltet ihr auch noch durch. Wenn ihr Schule habt, haltet ihr es trotzdem durch. Bis dahin. Ciao. Euer Luca.